Du bist eifersüchtig. Es ist ein Film aus einer Zeit, in der man langsam aufgehört hat, sich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Was meiner Meinung nach den Film allerdings schon zeitlos und sozusagen immer noch aktuell und auch dringlich macht, ist, dass er die Frage schon stellt, wie verhält man sich als Individuum, wenn es darum geht, sich gegen eine vorherrschende Mehrheit sozusagen zu stellen und dem eigenen Gewissen zu folgen. Und das ist eine Frage, die heute noch genauso aktuell ist und brisant ist, wie sie es vor 70 Jahren schon war.